Also ganz viel Inspiration hole ich tatsächlich aus den Texten und also aus dem Material, was ich tatsächlich selber habe, vor mir liegen habe und ganz oft auch aus dieser, also wenn ein Text nicht sofort zugänglich ist, ist es genau das, wie, wo es anfängt für mich spannend zu werden. Also weil dann erschließe ich mir diesen Text über Bilder und dann fangen an, diese Bilder auch lebendig zu werden. Das hat im Theater genauso funktioniert wie jetzt bei den Illustrationen. Das sind alltägliche Sachen eigentlich. Also selten, dass man das eins zu eins übernimmt, aber es sind eben genau diese kleinen, feinen Sachen, die abgespeichert werden und oder die man abspeichert. Ganz oft auch eine Stimmung oder ein Licht. Also viel weniger einen Raum tatsächlich, sondern eher kleine Aspekte, die mich dann inspirieren. Beim Fundevogel habe ich tatsächlich angefangen zu zeichnen, eine erste Skizze zu machen. Ich hatte den Text ausgedruckt und bin nach Stockholm gefahren. Das war Zufall und war mit der ersten Skizze aber schon, dachte ich, ja, also das, was da entstanden ist, stimmt. Also das stimmt für mich. Und dann sind mir merkwürdigerweise in Stockholm tatsächlich ganz viele Sachen über den Weg gelaufen, die immer wieder was auch mit Vögeln zu tun hatten, mit sehr skurrilen Aufnahmen von Vögeln. Ich war dann in einer Ausstellung von einem Fotografen, dessen Namen ich vergessen habe. Es gibt irgendwo einen Salzsee, wo Tiere sozusagen zu Salz erstarren, was sehr skurril ist. Auf jeden Fall gibt es da Fotos von. Es gab auch einen Vogel davon, den ich fantastisch fand. Also der ganz viel da auch irgendwie wieder auftaucht in diesen Vogelskeletten zum Beispiel. Oder ich saß in einem Café, habe ein Mädchen gezeichnet, die dann auch tatsächlich wieder auftauchte. Also vom Gesicht her. Weil ich dachte, ja, irgendwas hat die, was mich an diesen Text erinnert, was mich an den Fundevogel erinnert. Ich finde das ganz Phänomen, dass die irgendwie so einen Charakter haben. Also das mag ich echt gerne an diesen beiden Vogelskeletten. Ja, ich stelle es eben nicht wirklich richtig frei, sondern ich arbeite halt mit diesem Zauberstab und dadurch kommen so Ungenauigkeiten rein, die aber genau das Spannende ausmachen, finde ich. Eben in diesem Unperfekten. Ah, das ist zum Beispiel auch eine total spannende Variante, die gerade entstanden ist, also wo gar nicht das Spannende ist, was ich jetzt hier gerade freigestellt habe und rübergezogen habe, weil da habe ich nämlich immer noch die Farben drin. Aber wenn man das hier wegzieht, was jetzt nicht funktioniert, finde ich ja das, was hier gerade entsteht, total spannend und total schön. Und das meine ich mit diesen Zufällen, mit denen ich einfach gerne arbeite, die ich so auch überhaupt nicht hätte kreieren können.